Also wie fängt man jetzt an? Also ich habe jetzt ja lange kein Video mehr gemacht, auch lange kein City Skylines Let's Play. Und ich dachte, dann fange ich mal wieder spontan an. Und ich wollte auf jeden Fall Grüße ausrichten. Also ja, ich weiß, ich habe bestimmt auch viele luxemburgische Zuschauer. Also von daher erstmal hier ein kleiner Gruß an meine luxemburgischen Zuschauer und Freunde. Ja, ich werde aber auch auf jeden Fall, also an alle Zuschauer jetzt gerichtet, ich werde natürlich auch wieder weiter Videos über mein Studium machen, werde ein bisschen berichten, wie es dann mit meiner Planung fürs Auslandssemester weitergeht. Und ja, soweit, um jetzt wieder zurück zum Spiel zu kommen. Ihr seht, falls jemand von euch die letzte Folge geschaut hat, also das ist halt auch sehr lange her, deswegen meine ich, vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr an alles. Ich habe hier nämlich ein bisschen weitergebaut. Ich habe auch ein paar alte Folgen noch gehabt, aber die fand ich jetzt auch nicht so gut. Also die waren unveröffentlicht, meine ich. Und deswegen will ich das lieber hier ein bisschen erzählen, was ich alles gemacht habe. So, wir haben halt in der letzten Folge mit dem Hafen angefangen. Und da haben wir eine. Sorry, wechsel mal in diese Ansicht. Wir haben halt hier eine neue Verkehrsachse eingebaut, sozusagen, die halt direkt den Hafen an die Stadt anbindet, ohne dass jetzt so viel Kreuzungen hier entstehen. Das heißt, wir haben einfach die zu einer, ja, einer Pluskreuzung hier ausgebaut. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall einfach nur eine Viererkreuzung. Und sie führt dann halt ganz angenehm zum Hafen, wo man dann hier halt rechts reinfahren kann. Das ist ganz angenehm, ja. Wie gesagt, so, das ist erstmal so der Stand gewesen. Hier fuhr halt noch die S-Bahn lang. So, das war halt die Station, die haben wir angebunden. Das ist eigentlich soweit klar gewesen beim letzten Mal. Wenn nicht, also da bin ich sogar selber nicht ganz auf dem Stand der Dinge, aber ich habe sie hier verbunden. Halt durch zwei Fußgängertunnel. So einmal für die S-Bahn sozusagen und einmal für U-Bahn. Also das geht, es ging eigentlich auch einer für beide, aber hier wäre es auch vielleicht für die Leute angenehm, die dann von dieser Richtung kommen. Ja, wie dem auch sei. Die Leute, die dann hier mal anlegen, so, die entscheiden sich dann hier halt für eine Richtung. So, Taxis fahren ja auch sehr, sehr viele. So, hier ist noch ein kleiner Stadtplatz. So, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, warum da jetzt so viele Leute sind, obwohl es jetzt eigentlich nicht so eine schöne Gegend ist. Aber ja, was jetzt hier noch ein bisschen entstanden sind, so ein paar Gebäude, also sozusagen die Campusstadt hier, die ich mir so vorgestellt hatte. Hier auch Bushaltestellen für das Hauptgebäude des Campus. Was man hier natürlich sieht, das ist ein großes Problem, dass hier gerade sehr viele Studenten warten. So, Grundschüler geht nach Hause, nee, Student. So, da wollen wir uns mal drum kümmern, dass da mehr Busse auf dieser Linie fahren. Das heißt, wir kaufen mal ein paar Busse ein. So, das ist die EX4, eine Expresslinie 249. Und wenn wir hier mal schauen, das sind halt nur 50, das ist halt eine Kapazität von 50. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Doppelstockbusse. Die fügen wir auch mal dann ein. So, Shift-Klick, um dieses Fahrzeug einzufügen. So, am besten verdoppeln wir mal die Kapazität, ein bisschen radikal, aber so funktioniert das halt, ne? Die andere Richtung ist natürlich jetzt nicht so stark frequentiert, klar. So, die wollen halt alle in die Stadt rein. So, ja. Die S-Bahn-Station ist eigentlich auch noch ganz passabel frequentiert. Und damit ist eigentlich hier, also hier sind noch ein paar Dienstleistungen entstanden, halt, ja, öffentliche Gebäude, meine würde ich sagen, Arztpraxen, Tennisplatz. Können die Leute auch einen anderen Weg hier nehmen. Direkt an der schönen S-Bahn-Trasse. So. Auf jeden Fall. Ist gerade jetzt eine schöne Nacht. Kann man noch mal ein bisschen die Stadt von weiter hinten sehen. Es sieht halt immer sehr groß aus, aber an sich ist die Stadt, wenn wir uns das noch mal anschauen, eigentlich nur circa 5 Kilometer breit. So, hier 5,3 Kilometer. Und die Höhe 3, 4 Kilometer. Also ist eigentlich, also die Karte ist eigentlich so gerichtet. So ist halt Norden. Aber ich habe halt so seit Anfang immer so gespielt. Deswegen habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt, halt so entlang dieser Flussachse, kann man sagen. Schwimmen
mal hier noch. Also, ich habe jetzt so eine Zeit lang nicht mehr gespielt, weil die Uni auch ein bisschen viel Zeit in Anspruch genommen hat. Da wird auf jeden Fall auch noch viel kommen. Gut, das habe ich auch schon davor gesagt, aber es wird noch kommen. Das ist da. Da werde ich mir extra noch Zeit nehmen. Ich muss gerade nur ein bisschen mein Verkehrssystem kontrollieren. So, hier ist Kempten Ost. So, hier kreuzen sich die S1 und die U4. Diese zukünftige Ringbahn läuft eigentlich auch noch ganz gut. Wir haben uns ja noch in den letzten Folgen Gedanken gemacht, wie wir hier diesen Linienschluss vollziehen wollen, nämlich hier. Es wird jetzt halt ein bisschen verbaut, da jetzt ja leider Dings, die ganzen Gebäude im Weg stehen. Auf der anderen Seite wäre es gar nicht so schlimm, weil es gibt hier genug, also hier ist es halt eine U-Bahn-Linie, die über den Fluss geht. Es sind noch Express-Bus-Verbindungen und man kommt vergleichsweise schnell. Also man sieht hier eine Station, zwei Stationen schon muss man drüber und dann nochmal drei, vier, also vier Stationen. Klar, mit einmal umsteigen, okay, gut, das stimmt schon. Aber das wäre schon eine Alternative darum, halt jetzt diesen Ring rumzufahren. Und wenn wir das halt jetzt nicht schaffen können und diesen Ring vielleicht sogar hier außerhalb des Autobahnrings hier vorbeiführen und dann wieder da anschließen wollen, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier mal eine Eisenbahnbrücke aufrichten, weil so also da erreichen wir dann auch irgendwann die Grenzen des Spiels, kann man sagen, die Grenzen der Engine. Und man kann jetzt nicht die ganze Karte bebauen, ohne dass jetzt vielleicht auch die FPS, sage ich mal, runtergehen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, auch vielleicht hier, also hier hatte ich ja schon mal vor vielen Folgen eine weitere Linie angedeutet, wie ihr wisst, so. Ich will mich mal kurz sortieren. Also ich könnte mir vorstellen, eine Linie von hier Süden, wo meine Maus sich gerade befindet. So, dann hier lang. Und dann halt über den Fluss. So, und dann halt an sich die ganze S1 lang, bla bla bla. Und dann halt hier im Norden, sag ich mal, weitergeht. Also hier einfach den Weg weiter folgt, während hier diese Ringlinie nach dieser Station am Hafen rechts abdreht. Und dann halt hier übers Stadion, da kann auch noch eine schöne Station hinkommen, wo dann natürlich viele Leute da sein werden. Und dann die hier, dann wieder hier sich, also sie sich dann hier anschließt. Und der Vorteil wäre dran, wir hätten innerhalb dieses Rings, also wir hätten innerhalb des Abschnittes, in dem sich die Ringlinie und diese zukünftige Nord-Süd-Linie, sage ich mal, hier kreuzen, hätten wir einfach einen größeren Takt. Also für die, die dann halt nicht unbedingt halt eine der beiden Linien folgen müssen, sondern wo für die es halt egal ist, zum Beispiel vom Hafen hier nach Süden zu fahren. Und das ist auf jeden Fall, was ich jetzt gerade ganz gut finde. Was man halt, mein weiteres Argument ist halt, dass hier extrem viele Leute immer warten, nicht rüberzufahren. Klar, okay, es ist gerade Nacht, aber wir haben ja gerade gesehen, der Zug ist gerade abgefahren hier mit 360 von 360. Also, wenn man sich das in echt vorstellt, rappelvolle S-Bahn, keiner passt mehr rein. Also, wie nach so einem Stadionspiel, wo man, tut mir leid, wie nach einem Spiel, wo sich dann alle Leute halt in die Züge stopfen, klar, so, ne? Und immer noch warten hier Leute halt, ne? Also wir sehen hier gerade, es warten immer noch 34 Leute, um halt eigentlich, also sie wollten ja eigentlich auch in denselben Zug, haben es halt nicht geschafft. So, und da wäre es ja gar nicht so schlecht, noch mehr Züge zu haben. Genauso, wenn man hier schaut, so, hier 87 und hier warten 106, ja, also es ist jetzt vielleicht nicht so extrem. Also man muss sagen halt, es ist ja auch Nacht. Aber am Tag wird das dann auch die 360 erreichen, da würde es nicht schlecht sein, eine extra Linie zu haben. Aber was wir natürlich dafür brauchen, so wenn wir mal in die andere Ansicht gehen, dann müssten wir natürlich hier auch unsere Stadt irgendwie ein bisschen ausbauen, damit wir auch dieses Potenzial für eine Linie erreichen. Und jetzt nicht nur, ja, so irgendwie hier das irgendwie komisch schließen. Ja, aber soweit der Stand der Dinge. So, ich werde auch heute ein bisschen wiederholen. Also, ich klinge wieder so eine Unterrichtsstunde oder so, aber ich muss ja auch für mich erstmal selber wieder so diesen Weg finden, wie man jetzt diese Stadt ein bisschen verwaltet. Also verkehrsmäßig kann sie halt schon sehr anspruchsvoll zu managen sein. So, sind also noch die ganzen Buslinien. Ja, das an dem Viertel wird auch schon eine Zeit lang gearbeitet. Auch ganz nett, wenn man eigentlich sich das mal hier so anguckt mit diesem Mittelpark hier so, im mittleren Park und dann mit dieser Kirche. Nicht schlecht, nicht schlecht. So.
Ja, hier ist halt dieser Platz, wo jetzt die ganzen Touristen hingehen. Kleiner Taxistand, die S-Bahn, die dann in die Innenstadt fährt. Oder eigentlich also die halbe Ringbahn und hier im Hintergrund die U-Bahn, das ist die U5, genau. So, wir können ja auch mal jetzt auch was im Spiel bauen, damit ich jetzt nicht nur rede und sowas sage. Ich habe, bevor ich die Folge formal gestartet habe, habe ich hier gesehen, bei den Touristen habe ich mal zufällig mal angeklickt. Also, es wäre wahrscheinlich in echt, wenn man eine Umfrage unter den Touristen machen würde, was wollen sie denn so besuchen? Da haben auch viele gesagt, sie wollen halt hier zur Kirche gehen. So, wenn ich das nochmal zeigen will, hier so, ne? Hier einfach draufgeklickt, da steht ja auch Ziel, diese Kirche, Church of Our Lady Before Thin. So. Und was natürlich jetzt, warum erwähne ich das denn? Klar, hier sind auch viele Autos davor. Das Ding ist halt, dass sie halt nicht optimal angebunden ist und das würde ich gerne ändern. So, und dann schauen wir uns erstmal an. Wir können natürlich erstmal die Straßenanbindung verbessern. Hier haben wir noch eine solche Straße mit Straßenbahnschienen. Jetzt können wir mal schauen, wie wir es anschließen wollen, vielleicht. Vielleicht so oder wie? Bin ich jetzt ganz spontan. Also das sieht ja mehr aus wie so eine große Stadtstraße halt mit vier Spuren pro Richtung. Und da kann ich mir echt vorstellen, das jetzt mal anzuschließen oder halt, dass die Straßenbahn darüber geht. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine dahin bauen will. Auf jeden Fall wird erstmal das verbunden. Steht außer Frage. Da kann ich mal. So. Das wird es erstmal bringen, denke ich. Und hier hängen auch noch viele Arbeitsplätze dran. Da kann man später noch schön davon profitieren. So. Das heißt, hier ging ja auch schon die ganze Straßenbahnstrecke. Da könnte ich mal wieder eine Straßenbahnlinie von unserem, ja, von unserem Hauptbahnhof hier oben. Wenn das nochmal Hauptbahnhof. Das ist halt sozusagen auch, wo das Rathaus steht und hier kommen halt immer ganz viele S-Bahn, sorry, Straßenbahn rein. So. Da könnte ich mir echt vorstellen, noch eine Linie zu machen. Also ich denke, für eine weitere Linie reicht das, weil sonst stauen sich halt die Straßenbahn echt hier. Also es kommt ja hier fast jede Minute, fast jede Sekunde quasi S-Straßenbahn an. So, ich mit meinen S-Bahn immer. Und hier wäre es gar nicht so schlecht. Da würde ich jetzt dann auch mal ganz schnell für eine Wendeschleife sorgen. Das ist noch ganz gut, weil hier ist es noch nicht so weit gebaut. Deswegen ist es noch ganz entspannt möglich. So, vielleicht auch mal eine. Gibt es hier auch eine Straßenbahn? Also ohne zweispurige Straße. Na gut, dann ich lasse es einfach mit zweispuriger Straße. Ich will halt nicht so gerne. Ich mag es halt nicht so mit den. Also, dass hier noch eine Kreuzung entsteht, das wollte ich halt gerne vermeiden. Vielleicht finde ich nochmal hier eine Möglichkeit, weil dann halten die wieder halt unnötig an. Klar, genau hier. Einfach ein Straßenbahngleis. Sehr gut. Genau, dann ist es einfach nur so. Sehr schön. So, aber dann ist die Kapazität, glaube ich, echt ausgelastet dafür, wie ich schon gesagt hatte. So, dann wollen wir mal noch eine Linie da reinbauen. Dann wird es echt. Ja. Wie fangen wir denn da an? Besten hier so eine neue Linie hinzufügen. Ne, hier mal lieber, glaube ich. So. Hier, ja klar, das folgt mit der roten Linie über. So, stimmt da überein? Stimmt da mit der überein? So, hier machen wir dann. So, dann könnt ihr über die Kreuzung gehen, um dann zu wechseln, falls sie noch wollen. Dann sind auch die Häuser eigentlich ganz gut angebunden. Hier könnten später noch Zwischenstationen folgen. Klar, das ist eigentlich ganz an. Ja, und hier halt, so, was, worum es halt am Anfang ging, wir wollen die touristische, so, also formal ja die Verkehrsanbindung verbessern und da haben wir es. Und da binden wir sogar noch einen schönen Teil davon an. Ja, vielleicht könnten wir auch irgendwie noch eine Buslinie einrichten, die dann diese Straßenbahnlinie mit dem S- und U-Bahnhof hier verbindet. Ne? Das wäre es auf jeden Fall. Und hier dann noch für die Betriebe. Und dann haben wir die Wendeschleife. Gut, und das ist eigentlich ziemlich klar. Also hier könnten wir auch noch eine richten, so. Und dann hier wieder zurück, ne? Und dann hier einfach gegenüber einstellen.
hier und dann wieder zurück, ne? Das wär's. So, und das, die nennen wir dann mal erstmal, die nenne ich erstmal die 18. So. Einfach so Spaß, ne? Ich habe auch gar keine Ahnung warum. Ich wähle noch die Typen aus, so. Die müssen leider kurz ein bisschen weichen. Die brauche ich gerade nicht. Ich werde eigentlich immer nur die Flexities einsetzen. So. Die entferne ich wieder. So, die Flexities füge ich hinzu. Zwei reichen. Also zwei sind auf jeden Fall extrem ausreichend. Ich habe sogar gedacht, auch eine ist voll okay, aber schauen wir mal. Weil noch ist hier nicht so viel los. Aber es ändert sich ja jetzt. Jetzt bauen wir eigentlich auch. So, das wird dann in der nächsten Folge kommen. So. Wir bauen jetzt auch ein bisschen was aus und dann ist eigentlich auch wieder die Zeit für heute ausgereizt. So. Hier können wir ein bisschen Platz lassen, weil die Mauern ja immer, also da jetzt alles direkt zuzubauen, wäre auch ein bisschen hässlich. So, wie gesagt, hier wieder meine sozusagen Maxime, dass ich halt hier lieber Fußgängerwege baue und halt nicht hier wieder ganz viel Kreuzung schaffe, weil wenn ich ja vor hier so halt, dann hat und dann ist ja wie so ein. Dann kann man die ja immer wieder anhalten lassen. Also es ist ja nicht gesund für den Verkehr. Das ist nicht so schön. So, deswegen. Vielleicht hier so eine Brücke. Ja, das ist voll nice. Vielleicht hier mal so eine, ja, eine, warum nicht? Also, ja, dann könnten wir eigentlich auch hier wieder, wenn dann hier schon eine Straße dran hängt, warum nicht? Können wir auch hier, ich weiß nicht, na, nee, das, dann lasse ich es lieber so. So, und dann hier den Rest füge ich mal so ein bisschen. Den Rest füge ich so ein bisschen ist gerade ein. Also, dass es passt. Hier könnten wir auch noch. Aber ja, daran hatten wir auch schon mal gearbeitet. Ich glaube, ich lasse es mal lieber. Hier könnten wir auch noch die Mauer weiterbauen. So. Oh, und hier habe ich eigentlich auch noch gar keinen Plan, was dann hinkommen kann. Aber ich mache erstmal hier weiter Gebäude. So, es wird ja eher dieses kleine Gebiet. Und da haben wir, können wir jetzt ja gleich sagen, ja, da bietet es sich natürlich an, direkt hier weiter eine Straßenbahnhaltestelle einzurichten. So, und dann haben wir hier schon mal eine. Und meinetwegen auch da eine. Und ich denke, das ist eigentlich voll ausreichend hier. Also diese Abstände, so circa, ja, das ist eigentlich auch nicht so viel, aber so, ich schätze mal, das sind 300 Meter. Ja, 200 Meter, okay, ich meine. Sind ihr hier an sich noch vor meiner Innenstadt? So, dann passt das schon. Und natürlich das Wichtigste sind hier die ganzen Wohnblocks. Auch Gewerbe, klar, das darf nicht fehlen. Ja. Büros, warum nicht? So. Und dann fehlt natürlich noch die ganze Fernwärme und Wasserversorgung. Das machen wir jetzt ganz schnell per Mausklick hier mit den Sch Doppelrohren. Und da sehen wir, da kommen schon die ersten, da kommen die ganzen Servicefahrzeuge jetzt durch. Wir haben jetzt quasi eine Verkehrsachse geschaffen. Ja, nämlich die so geht. Ganz schön. Und daran sieht man hier auch wieder meinen Stil, den ich wieder erläutern kann für euch. Das ist halt große Straßen gibt hier wie diese vierspurige, also auch wenn jetzt nicht, auch wenn es immer auch größere gibt, da gibt es ja auch zum Beispiel auch noch eine Straßenbahnverbindung, so und da zweigen sich dann halt Straßen davon ab und die Straßen zweigen sich dann halt auch in viele, viele kleinere Straßen. Ja,
Und das ist halt so mein Konzept. Ich mag es halt nicht, so diese großen Straßen halt aufzudröseln, dann halt also mit ganz vielen Kreuzungen, sonst fließt der Verkehr einfach nicht. Also sieht man, gibt es ein Beispiel, wo ich es halt ein bisschen übertrieben habe, oder, na, was heißt übertrieben, aber so, man sieht halt so hier ein bisschen hier, da staut sich es halt schon ein bisschen, sind ein bisschen mehr Kreuzungen drin. Und wenn man dann halt hier eins, zwei, und ja, deswegen, also hier läuft es halt schon ganz flüssig. Und stell dir mal vor, hier wären dann noch zwei Kreuzungen, dann das würde halt einfach ein extrem langer Stau werden. Das ist natürlich nicht so schön. Das sollte man vermeiden. So, muss man schauen. Hier könnte auf jeden Fall auch noch ein bisschen Büro kommen. Und da spüre ich schon die Notwendigkeit für eine neue U-Bahn-Linie. Oder für mehr Straßenbahnanbindung. Ich weiß nicht, man könnte es aber auch mal komplett lassen und halt nur die Straßenbahn da durchfahren lassen. Vielleicht aber auch hier ein Abzweigen zu machen. Das wäre sehr experimentell, weil die Straße klein ist. Ja, obwohl es wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Also es würde hier perfekt noch reinpassen. Also dafür müsste ich nur die richtigen Bedingungen schaffen. So, hier. Ah, geht das denn nicht da drüber? Weil das sieht ein bisschen hässlich aus, wenn man es jetzt so rum macht. Ah, na, okay, da kommt ja die Anbindung schon. Nee, nicht mehr notwendig. Ja. Somit schaffen wir auch hier unser neues Viertel. Und unsere Stadt wächst mal wieder. Das ist sehr schön. Hier ist natürlich dann, warten schon auch die zwei, unsere ersten Passagiere auf dieser Haltestelle. So. Vielleicht können wir dem mal noch der Linie noch eine richtige Farbe geben. Die ist 18. So, die Linienfarbe mal, wie wär's denn mit Knallweiß? Das haben wir auch noch nicht, glaube ich. Ja, na doch, so. Dann geben wir mal der Linie einfach schwarz, das genaue Gegenteil. So. Gibt noch bestimmt eine bessere Farbe, aber soweit. So, die 18 ist das. Oh, tatsächlich warten hier wirklich auch schon Leute. 29. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, wenn wir jetzt noch unsere Arbeit überprüfen wollen würden, dann müssten wir einfach die ganzen wartenden Passagiere anklinken und dann schauen, wohin sie fahren wollen. Und da kann ich euch mit Sicherheit sagen, dass da mindestens die Hälfte hier zu dieser Kirche will. Also halt pro Woche, ne? Ihr seht ja, wie lange so ein Tag dauert hier im Spiel. Pro Woche halt 30 Touristen. Das ist halt schon kein schlechter Wert an sich. Dass auch der Verkehr ja auch funktionieren muss. Und der wird sich halt jetzt noch vervielfachen, weil wir jetzt ja an sich durch die Straßenbahn theoretisch auf einen Schlag 120 Touristen abliefern können oder 120 Passagiere. Sieht man halt, wer die Touristen, man sieht ja halt, erkennt sie an ihren Hüten, an ihren ganzen Rollkoffern und so, ja. So. Und ja, hier gibt es auch noch Wartende, nee, noch nicht, na, ist ja auch Nacht, ne? Und damit würde ich jetzt auch erstmal sagen, ja, ich hoffe, euch hat halt diese kleine Folge gefallen, dass wir ein bisschen wie eingetaucht sind. So, wir können halt an allen Stellen quasi arbeiten und je größer meine Stadt wird, desto mehr kann man halt auch wieder machen, weil, ja klar, wenn es halt nur einen Stadtteil gibt, dann arbeitet man die ganze Zeit an dem. Aber wie gesagt, wir haben ja davor auch noch über diesen Stadtteil geredet, über die sogenannte Campusstadt. Hier ein bisschen könnte man auch noch sich überlegen, was man noch machen will. Hier nach oben können wir auch noch ausbauen, wie wir halt hier, über unsere S-Bahn gesprochen haben, klar, so also Nord-Süd-Linie. Dadurch, dass es hier noch das Problem gibt mit dieser Brückenüberquerung. Also ich meine, klar, das ist halt hier eine Überquerung, da ist auch noch eine Überquerung. Ja, wie wir halt noch den Ring schließen, das ist halt so viel Arbeit. Klar, hier noch das Stadion. Ja, wie dem auch sei, damit will ich auch noch jetzt zu einem Ende kommen. Wir sehen hier gerade, dass es schon langsam anfängt, wieder ein aufstrebendes Viertel zu werden. Also sieht jetzt schon mal ganz nett aus hier. Und ja, in der nächsten Folge werden wir natürlich hier sehen, wie es dann aussehen wird, wie es dann zusammenkommen wird, wie das sich verkehrsmäßig auch entwickeln wird. Und auch mal schauen, wie jetzt unsere Bemühungen hier, ja, okay, das scheint wohl noch nicht so anzulaufen, aber vielleicht sind die Busse auch noch nicht ganz drin in dem neuen Zyklus. Also, dass wir jetzt als 6 und nicht nur 3 Busse haben. Also muss ich auch noch ein bisschen austakten. Also das sehen wir alles in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao.